In den heutigen Joker News, es gibt jede Menge Konfusion um kommende Macs, denn es sind neue Einträge aufgetaucht, die verwirren. Und auch die Konfiguration des Apple Headsets verwirrt ein wenig. Das und ein bisschen mehr heute in den Joker News. Viel Spaß! Was geht ab? Hier ist dein Joker Rondo Mabel mit den Joker News zum Wochenstart. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche reingeschallert und seid jetzt ready to go für ein paar frisch gebackene News rund um eure Apple-Produkte, denn hier gibt es tatsächlich einiges zu berichten. Es ist short, es ist knackig und ich würde sagen, lass uns direkt loslegen. Wer die Joker News schon länger verfolgt, der weiß, dass MacBook Air 15 Zoll und eventuell noch weitere aus der Reihe sollen aktualisiert werden. Und darauf haben wir uns jetzt schon so ein bisschen eingestellt und uns zurechtgeruckelt, dass es zur WWDC möglicherweise neue MacBook Air Modelle gibt. Aber jetzt gibt es eine Neuigkeit, die das Ganze ein bisschen zunichte macht, beziehungsweise ja, den Blick ein bisschen erweitert. Denn der Entwickler Nicolas Alvarez hat in einer Datei, die beispielsweise für das Whoist-Netzwerk nötig ist, denn dort wird festgelegt, beispielsweise wenn ihr mit eurem Device irgendwo hingeht, wann werdet ihr benachrichtigt, dass ihr ein Produkt irgendwo liegen lasst. Und da sind ja manche Produkte sozusagen nicht dabei, die sollen nicht euch eine Nachricht schicken nach dem Motto, hallo, ich bin der Mac Studio und du bist gerade aus dem Haus gegangen, du hast mich hier zurückgelassen, warum nimmst du mich nicht mit? Das soll natürlich nicht passieren und deswegen werden die in diese Liste eingetragen. Und hier hat Apple wahrscheinlich unbeabsichtigt schon neue Macs hinterlegt. Was wir daraus lesen können, ist, dass diese Macs keine mobilen Macs sind, sondern Standrechner. Und welche könnten das da sein? In Apples Worten Mac 14.8, Mac 14.13 und Mac 14.14. Und da fragt ihr euch jetzt sicherlich, Joel, was meinst du mit diesen Nummern? Die sagen mir überhaupt nichts. Freunde, mir sagen die Nummern auch nichts. Aber wir haben eigentlich nur drei Produkte, die nicht benachrichtigen, wenn wir unser Zuhause verlassen. Und das ist einmal der iMac, der Mac Studio und der Mac Pro. Der Mac Mini beispielsweise könnte es natürlich auch noch sein, aber der wurde gerade erst aktualisiert. Also ich gehe nicht davon aus, dass der dann möglicherweise jetzt einfach mal den M3-Chip bekommt. Man kann leider aus dem Namen auch nicht wirklich rauslesen, ob das nun ein M2 oder M3 wird. Dafür gab es immer wieder unterschiedliche Benennungen, die nicht festgelegt haben, hey, das ist der gleiche Chip oder das ist eventuell ein neuer Chip. Wenn wir mal ganz kurz über den iMac reden, da gab es ja von diversen Quellen die Information, dass Apple hier den M2 überspringen wird und direkt auf den M3 gehen wird, der dann möglicherweise Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden soll. Das heißt, hier würde es höchstens Sinn machen, dass der Mac Studio den M2 Max und den M2 Ultra bekommt, wo aber wiederum unser Freund Mark Gurman letzte Woche gesagt hat, dass Apple bei Mac Studio überspringen wird, um den Mac Pro nicht zu gefährden, der ja auch noch auf den Markt kommen soll. 9to5 Mac hat sich auch dazu geäußert und gesagt, der Mac 14.8, ja, von diesen berühmten Namen, soll angeblich laut ihren Quellen der Mac Pro sein, endlich. Die anderen beiden könnten tatsächlich der Mac Studio sein und der iMac. Ich meine, ich hatte es euch schon gesagt und Apple hat auch schon vorgewarnt, am 4. Mai werden ja wieder Zahlen veröffentlicht, dass im Mac-Bereich die Zahlen ein bisschen nach unten gegangen sind. Und das heißt natürlich, dass es höchste Zeit ist, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und das vielleicht sogar schon vor der WWDC. Heute zum Beispiel war der Apple Store zwischenzeitlich offline und es wurde angezeigt, Achtung, Achtung, es gibt neue Produkte. Dann war er auf einmal wieder online. Also sehr viel Konfusion. Und da möchte ich noch einen drauflegen. Es tut mir leid, dass ich heute wirklich keine klaren Infos für euch habe. Aber ich muss euch einfach auch mitnehmen und auch die Wahrheit sagen. Wie es ist, Leute. Was die MacBooks angeht, also hatte ich euch ja auch schon gesagt, MacBook Air 15 Zoll etc. Da hat 9to5 Mac jetzt aus eigenen Quellen erfahren, dass die nicht den M2-Chip bekommen, sondern schon den M3-Chip. Ich glaube, es macht Sinn, hier im High-Alert-Modus zu sein. Ich habe hier das ganze Team auf Rot gesetzt, dass die Webseite sekündlich aktualisiert wird, dass sobald es im Newsroom oder im Apple Store irgendwas Neues geht, sofort eine Push-Nachricht an euch rausgeht, an die Joker-Jünger in der Joker-App, damit ihr wisst, was läuft. Und damit können wir direkt zum nächsten Thema kommen, was wir heute noch in den Joker-News am Montag haben. Und das ist euer Lieblingsprodukt, nämlich das Headset von Apple. Hier gibt es auch Neuigkeiten, die, entscheidet selber. Hier hat sich nämlich Mark Gurman geäußert, wie dieses Headset funktionieren wird. Klar, man setzt es sich auf, klar, man macht es an, aber es braucht natürlich einen Akku. Und dieser Akku soll nicht oben in dem Headset sitzen, weil es dann entsprechend schwer wird, sondern es soll ein bisschen weiter unten sitzen und es soll so aussehen.
Natürlich nicht mit diesem Namen drauf. Aber tatsächlich soll dieses Headset zwei Anschlüsse haben. Einmal USB-C für Datenübertragung beispielsweise und einmal ein MagSafe-Kabel, was an das Headset angedockt wird und dann zu einem MagSafe-Akku geht, der, ja, wie soll ich sagen, in der Tasche des Users ist oder in der Hand oder wo auch immer. Und dieser Akku soll 2 Stunden halten. Und auch was die Strategie angeht, hat Mark Gurman sich geäußert, dass Apple hier den User entscheiden lassen wird, welches die Kernbereiche von diesem Headset sind. Und da hat er auch einen Hinweis gegeben, wo hat Apple das schon mal gemacht? Und ich konnte mich noch sehr, sehr schwer daran erinnern, bei der ersten Apple Watch. Wenn man da mal in die Keynote reinschaut, dann hört man Tim Cook sagen, was die Apple Watch alles kann. We set out to make the best watch in the world. It's incredibly customizable and it's also a comprehensive health and fitness device. Viele Bereiche, die jetzt gar nicht mehr in der Apple Watch da sind. Das heißt, das Ziel bei dem Headset ist, ganz viele Bereiche abzudecken und dann zu schauen, wie User bei manchen Bereichen abgehen wie ein. Und da kristallisiert sich dann die Zukunft dieses Headsets für Apple heraus. Ich muss sagen, der Look wird natürlich nicht so nice sein mit einem extra Akku und so einem Käbelchen, was hier runterläuft. Aber ich bin tatsächlich immer mehr hyped, was die Funktion von diesem Headset angeht. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es Bereiche gibt, wo man dieses Headset super gerne einsetzen möchte. Der Anschluss von diesem Kabel soll so funktionieren, dass magnetisch angedockt wird an das Headset und dann einmal gedreht wird. Dann ist sozusagen das Kabel eingeloggt, dass es nicht einfach abgerissen werden kann, wenn man beispielsweise das Headset gerade benutzt. Gleichzeitig denke ich mir, das ist eigentlich nicht Apple-like, so ein Headset mit so einem Kabel und so einem Akku dran. Sehr viel Konfusion hier am Anfang der Woche. Ich hoffe, ich kann euch in den nächsten Tagen ein bisschen mehr Klarheit bringen. Aber wie schon gesagt, ich will euch hier mal auf den neuesten Stand bringen, was gerade abgeht. Und das ist leider gerade der Stand. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, denn es kann durchaus sein, dass Apple vor der WWDC schon die Macs raushaben will, damit sich bei der WWDC mehr auf die Brille konzentrieren können. Aber das sind alles nur Vermutungen, wie gesagt. Ich halte den Markt vor euch im Blick und werde euch hier auf den neuesten Stand bringen, wenn es etwas Neues rund um eure Apple-Produkte gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Guten Start in die Woche. Bis bald.